1, 2, 3, go. Geil. Soll ich mal den Vertrag nehmen? Wir haben einen Plattenvertrag. Die Nimm es in den Mund Challenge. Nagellackentferner, Gurkensalat und meine Floskel. So lecker. Meine Floskel ist. Bitte, bitte kein Smalltalk. Die Wörter, die du in den Mund nehmen musst, sind YOLO-Kind. Ist ja voll die Beleidigung. Regentonne. Ist ja auch eine Beleidigung. Und weil das so gemein ist, dachte ich nochmal was Nettes. Roman, heirate mich. Nee. Doch? Nee. Doch. Nee. Doch? Nee. I'm out. Bitte heirate mich. Hallo Freunde, was geht ab? Stopp, 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 stopp. Bevor du das Interview mit den Lochis anschaust, schalt am besten die Untertitel ein, weil die Tonsituation war eher so semi. Lustig war es trotzdem und jetzt viel Spaß. Wir können jetzt natürlich über diverse Themen mit euch reden. Ja, klar, also eure Kinofilme, ja. Eure YouTube-Karriere. Aber wir haben uns dazu entschieden, heute geht es mal nur um die Musik. Ja, geil. Und um mal authentisch einzusteigen, dachten wir, wir singen jetzt einfach mal zusammen unser Lieblingslied. Wir alle drei, alle vier? Alle vier. Despacito! Nein! Mach die Kamera jetzt aus. Dann machen wir jetzt einfach hier. Genau. Ich warte, ich sehe gerade so ein bisschen zu schwarz. Nein, wir machen jetzt das zweite. Ach, echt? Ist das so? Alone I am strong, but undeadful with you. Schaut euch unser Video an, dann wisst ihr Bescheid. Okay, wir können die Sie nochmal. One, two, two. Alone I am strong, but I'm mortal with you. Nee, was denn jetzt? When I got Deutsch, Digga. Und wer, wenn ich wir die Stärke verlieren und die Sterne berühren? Wann wenn ich jetzt? Und wer, wenn ich wir ohne dein Herz, dein Herz, schick wie mein Herz, mein Herz. Dieser Mensch hat verpasst, jetzt mit Zwilling 18 insgesamt 18 Songs verpasst. Nein, hätte sie nicht verpasst, hätte auch die Chance, die zu hören. Also, aber wie gesagt, Geschmackssache, dementsprechend, jeder sollte selbst urteilen. Nein, also, du hast so. Die Regentonne. Oha, okay. Wer ist denn schon erwachsen? So, jeder hat seine Kind, sein kleines Kind. Natürlich, man wird reifer, das ist ganz normal. Wir sind auf alle Fälle reifer als auch vor ein oder zwei Jahren. Es gibt auch Momente, da muss man erwachsen sein. Ja. Vor allem, wenn es ist. Also, wir haben auch öfter mal irgendwelche geschäftlichen Termine zu tun und so weiter. Da muss man natürlich ein bisschen. Da darf man jetzt nicht unbedingt Kind sein. Aber wenn man jetzt mit seinen besten Freunden irgendwie gerade, keine Ahnung, am See chillt, dann kann man auch mal ein Kind sein. Und was das ist, was? Sachen machen. Forever Young. Ja, Mann. Bist du rein, mein Team ist dabei. Mein Highlight war aber mein erster Termin für mein Tattoo. Wie sieht's denn da bei euch aus? Ich hätte mal Bock auf ein Tattoo, aber ich hab keins und ich hab keine Idee. So, ich hab mir auch noch keine Gedanken gemacht. Das Ding ist, wenn ich hätte Bock, ich hab theoretisch Bock, aber wenn, dann muss es was Besonderes sein. Ja, wenn, ich will mir kein Tattoo machen mit der Idee, okay, ich hab jetzt Bock auf ein Tattoo, sondern wenn ich mir ein Tattoo mache, stechen was will, dann soll das... Von Bedeutung. Ja, dann soll diese Bedeutung, das soll es irgendwas geben, was mich quasi, was mir sagt, okay, das will ich mir nicht gewinnen lassen. Aber das gibt es momentan noch nicht, nur in dem Fall, deswegen. Bekanntlich sind die Lochis ja jetzt volljährig. Das bedeutet, sie können sich endlich tätowieren lassen. Noch haben sie kein Tattoo. Was denkt ihr, welches Motiv würde am besten zu ihm passen? Zeichnet eins für Heiko und eins für Roman. Eine
eine Minute ab jetzt. Ihr müsst jetzt quasi entscheiden, welches besser passt. Und das soll auf den Fuß. Eine Katze, was ist das? Das? Was ist das hier? Das soll auch eine Katze sein. Auf die Hand, die Katze bei dir. Und Roman soll sich eine Katze auf den Fuß machen lassen. Findet ihr das authentisch? Hier, also hier so eine Katze, ja, wäre nice. Das haben aber noch in Elders gesagt. Ja, also aber nur am Unterarm. So ich werde hier raus, eine Katze. Sag's immer, ey, ich bin Katzensprung von dir entfernt. Ja, und ich sag ja, ich habe eine Pussy auf meinem Arm. Ja, bei mir ist auch Unterarm. Was ist, was ist für euch treffen? Ihr müsst euch jetzt für eins entscheiden. Wer hat gewonnen? Auf jeden, ja, auf jeden Fall auf Unterarm. So. Die Samira? Das ist auf dem Fuß, oder was? Ja, 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 bei dir ja auch, bei dir auch. Das ist schon cool. Also Dana, du hast auch eine gute Idee gehabt, aber die Samira hat gewonnen. Schaut aufs Geht raus. Samira. Und dann muss das so strichmännchenmäßig sein. So, egal. Samira hat nämlich jetzt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und yeah, ich darf euch eine Frage stellen. Ja, okay. Boah, richtig krass überlegt. Okay. Wir wollen euch fragen, ob ihr als erstes den Musiktext oder die Melodie schreibt. Das ist unterschiedlich. Also manchmal ist das so, wenn wir gerade, wenn wir in der Songwriting-Session sitzen oder einfach irgendwie in der Bahn sitzen, so, dann haben wir manchmal einfach eine Melodie. Ja, also es ist oft so, dann haben wir auch einen Text. Mal ist die Melodie da, mal ist einfach der Text da, dann machen wir dazu. Nee, meistens so, wenn wir einen Text haben, dann haben wir zu dem Text mal direkt die Melodie. Das ist wie so automatisch. Aber andersrum ist es auch ein relativ einfach. Wenn man eine Melodie hat, dann findet man schneller zu dem Text. Ja. Oft ist es auch so, dass manchmal ist es so, dass wir erst einen Beat hören, quasi, den unsere Produzenten gemacht haben, und dann jammen wir einfach drauf und improvisieren und dann spielen wie quasi Toplines Roulette, so heißt das, und der die beste Melodie hat. Aber in der Regel ist zuerst die Melodie da und zu dieser Melodie schreiben wir dann den perfekten Text. Dann singen wir nochmal. Singen wir nochmal. Wir machen den Song. Okay, okay, bin ich gespannt. Von Minute zu Minute, Stunde zu Stunde, Tag für Tag, wenn ich so viel und so denn wer mich hört, dass du nicht mehr lang bist, kommt mit mir zu euch und sagt es. Wenn ihr noch etwas machen wollt, macht es jetzt, sonst sind wir weg. Oh Gott, wie süß. Wenn ihr noch etwas sagen wollt, sagt es jetzt, sonst sind wir weg. Ey, geil, voll geil. Das, mach es jetzt, ja, das war unser erster Song. Oh, mein Gott, für dich. Bitte heirate mich. Oh, Mann, das ist jetzt die Entscheidung, wir das können auch Döner essen gehen. Das ist voll süß. Hast du ein Candlelight-Döner? Sehr schön. Ein Candlelight-Döner. Denn wir sind hungry, hungry, nonstop, hungry, 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 nonstop, hungry, hungry. Geil! Du sollst einen Vertrag nehmen, wir hatten einen Plattenvertrag. Hier. Ja, sofort! Ja. Geil! Ey, das ist aber geil, da gibt's dir halt. Das ist doch mega süß. Also, an alle, die es geschaut haben, die sind die Besten. Abonniert die beiden, die sind richtig geil. Das war richtig geil. Und kommt rum auf unsere Tour, die Sommerkonzerte und so, kommt rum, lohnt sich, wisst ihr ja, ne? Und bis bald. Vielen Dank! Tschüss! Das Interview ist jetzt natürlich vorbei. Jedenfalls hat es echt Bock gemacht. Und wir hatten ja da so eine Challenge, die nimm es in den Mund Challenge. Was hast du dazu zu sagen? Also, Sunny, ich war ja schon echt gut. Eine Floskel hast du hinbekommen. Come on, es geht besser. Beim nächsten Mal geht es besser. Diesmal finde ich eindeutig ich gewonnen. Ich habe zwar nicht ganz genau, ich glaube, ich habe Roman bitte heirate mich gesagt. Aber in dem Fall, ich muss sagen, auch wenn ich alle untergebracht hätte und es Gleichstand gewesen wäre, für die Leistung, die Sunny erbracht hat, Chapeau. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ich überlege mir noch was. Vielleicht, wenn wir die Bestrafung nicht vorher schon drehen, hast du ja vielleicht eine Idee, was Sarah machen muss. Sei nicht so gemein zu mir. Nee. Ich meine, du hast dir Mühe gegeben. Plattenvertrag bei den Lochis? Das wäre doch was. Das wäre geil, ja. Aber eigentlich wollten wir es dieses Jahr doch auch bei DSDS versuchen. Stimmt, da war was. Das sollten wir vielleicht vorher nochmal abklären. Worüber wir aber nicht diskutieren müssen, ist, dass du jetzt direkt mal auf dielochis.de/tour vorbeischaust und dir ein Konzert in deiner Nähe raussuchst, denn es macht wirklich super viel Spaß. Auch mit Ü20. Absolut. Lass uns doch mal wissen, welche Tour der Lochis du bis jetzt am besten fandest. Beim letzten Mal in München haben uns die Lochinators total begeistert von dem Akustikset erzählt. Ich fand das Open-Air-Konzert aber auch echt genial.
Ja, das hat mir auch richtig gut gefallen. Und wenn dir unser etwas anderes Interview mit den Lochis gefallen hat, dann lass es uns gerne wissen. Teil 1 ist hier auch irgendwo wahrscheinlich verlinkt. Klick dich einfach mal rein. Wir würden uns freuen und bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Du hast die Regentonne. Oha, okay.